Jetzt wird mal gespeichert. Weil jetzt sollte ich eben alle 320 Fahrzeuge haben. Gut, dann schauen wir mal. Garage. Wagen in der Garage. Sehr schön. Ja, das ist ein grauer Wagen. Ein grauer Volcano mit 63 km/h Spitze. Aber irgendwie ein Fahrzeug fehlt noch. Vielleicht kann ich das aber beim Einzelrennen oder so mal schauen. Was haben wir hier? Time Attack. Dann nehmen wir wieder Helter Skelter, passt so. Aber irgendwie ein Fahrzeug fehlt noch. Ah, ne, da ist er ja. Pac-Man, 242 km/h schnell. Ein Driftfahrzeug. Also, teste ich den mal aus. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der in der Garage wäre. Ich dachte, den könnte ich ganz normal auswählen, aber. Ja, ich teste ihn jetzt einfach mal aus. Die Musik ist natürlich lustig. Aber es ist schwierig zu handhaben. Zusammen, wie er sich lenken lässt. Auf jeden Fall ziemlich träge. Sehr schön. Den Wagen kann ich jetzt echt nicht ernst nehmen. Und die Musik genauso wenig.
Diesmal auch noch schneller gewesen. Sehr schön. Diesmal habe ich aber alles richtig gemacht in dieser Runde. Wie das aussieht. Also echt? Hat sich das überlegt, einen Wagen so zu bauen? Also der Wagen ist nicht so gut. Ist okay. Man soll auch nicht unbedingt besser als ein Stufe 3 Wagen. Und für dieses Fahrzeug habe ich mir die Mühe gemacht, alle 320 Fahrzeuge zu sammeln. Naja, sei es drum. Aber jetzt habe ich das Spiel zumindest komplett durch, also kann ich zumindest das von mir sagen. Kann ich also zumindest das von mir sagen. Gut. Also. Dann ist das Spiel durch. Komplett. Passt so. Passt so. Gut, also dann werde ich noch kurz alle Fahrzeuge zeigen, die ich freigeschaltet habe. Und währenddessen noch ein bisschen meine Eindrücke von diesem Spiel preisgeben. 320 Fahrzeuge musste man sammeln. Das heißt, man musste irgendwie 7 Meisterschaften pro Marke und Team fahren. Und die Rechnung haben wir schon ein paar Mal gemacht. 16 mal 7. Das sind, glaube ich, 112 Meisterschaften. Also könnt ihr euch natürlich überlegen, wie viele Meisterschaften ich gefahren bin. Ein bisschen mehr als 112, weil nicht alles perfekt geklappt hat. Aber schön. Zu diesem Spiel, es ist extrem lange gestaltet, vor allem wenn man ja eh schon 16 Mal die Meisterschaft fahren muss, um diese extra Trial-Wagen zu bekommen. Und dann noch, was natürlich noch länger geht, dass man hier jede Meisterschaft noch mit verschiedensten Platzierungen abschließen muss, nur um andere Fahrzeuge zu erhalten. Schaut euch das mal an, der Fatalita ist schneller als der Promessa der Stufe 3. Krass. Von der Lenkung her, es ist zumindest besser als in den vorherigen Ridge Racer Teilen, finde ich. Hat zumindest ein bisschen mehr... Es ist kontrollierbar geworden, sehr viel kontrollierbarer. Bei Ridge Racer hatte ich von den ersten drei Teilen hatte ich manchmal so das Gefühl, es geht wirklich nur die Grip-Fahrweise. Mit Drifts kommt man überhaupt nicht klar. Aber hier hat man das gut umgesetzt. Die Grip-Wagen lenken ganz anders als die Driftwagen. Die Driftwagen kann man ja so steuern, indem man vor der Kurve vom Gas geht und dann wieder Gas gibt, oder indem man während man Kurve fährt bremst und danach wieder anfährt. Auch hier ist der Officer schneller als der Bonfire. Und beim Gripwagen ist es so, dass ich hier mit der Bremse arbeiten muss. Und das ist eigentlich immer so. Meistens reicht es, also beim schlechteren Wagen, bei den langsamen Wagen reicht es vollkommen aus, wenn ich bremse und weiterhin auf dem Gas stehe. Und bei den stärkeren Wagen muss ich da wirklich brachial auf die Bremse.
Aber gut. Ich habe die Steuerung meistern können und von daher alles gut. Da haben wir den Nightmare. Mit 369 km Spitze. Dass ich da jedes Mal hier draufklicken muss und das Ganze dann zeigen muss, das ist blöd. Das hätte man besser regeln können. So, Terrasi. Was könnte ich sonst noch über das Spiel sagen? Es hat Spaß gemacht, wie gesagt. Also ich war da lange beschäftigt und hatte auch durchaus meinen Spaß bei dem Spiel. Es ist einfach, meiner Meinung nach, es ist einfach zu extrem in die Länge gesetzt. Es ist zu lang, es ist wirklich zu extrem gestretched. Und zwar einfach insofern, dass ich hier jede Meisterschaft eben 7-mal machen musste. Von daher finde ich das gestretched. Man hätte es ruhig auch, keine Ahnung, einfach 3-mal machen können. Und einfach die getunten Versionen weglassen. Das hätte es genauso gebracht. Aber ansonsten sehr spaßiges Spiel. Und blau und 395 schnell, nicht schlecht. Ansonsten eigentlich ein sehr spaßiges Spiel. Tolle Grafik und auch ein ganz lustiges System mit dieser kurzen Karriere, die 8 Rennen dauert, aber dass man dafür immer wieder machen muss mit den verschiedenen Teams. Aber es ist einfach extrem, extrem, extrem viel Wiederholung und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute nicht wirklich die Lust haben, das Spiel immer und immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Ich habe es jetzt einfach gemacht, weil ich extrem ehrgeizig bin und weil ich das Spiel unbedingt durchhaben wollte, zu 100%. Deshalb habe ich es gemacht. Aber es war da schon, vor allem gegen Ende war es da schon sehr, sehr repetitiv. Das fand ich dann doch irgendwann ziemlich langweilig. Hier der Ecureuil, der 101 km/h Spitze, das ist nicht allzu schlecht. Ist nicht ganz die Höchstgeschwindigkeit, aber auch gut. Also, das erledigt. Jetzt können wir Micromouse Mappy anschauen. Aber dass es verschiedene Klassen an Fahrzeugen gibt, das fand ich eigentlich gut. Und dass man hier mehrere verschiedene hat, finde ich eigentlich auch gut. Aber wie gesagt, mir hätte es eigentlich besser gefallen, wenn ich hier einfach 4 solche Wagen hätte. Hier dann nochmal 3 oder 4 oder 5 andere Fahrzeuge und dann in der letzten Gruppe ebenfalls 5 weitere Fahrzeuge. Das hätte dann 15 Fahrzeuge gegeben und dann hätte man auch das Spiel viel schneller durchgehabt. Aber sei es drum. Auf jeden Fall war das ganz spaßig, aber gegen Ende schon sehr repetitiv. So wie ich das ganz, so wie ich das ab und zu halt immer wieder wiederhole, was ja auch repetitiv ist. Wenn ihr das Spiel findet, ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist ein sehr gutes Spiel. Aber ich kann wirklich jeden verstehen, der die Karriere nicht ganz fertig fährt, weil das ist wirklich ein Riesenhaufen Arbeit und ich habe während den Let's Play Teilen ja sicher mindestens pro weitere Karriere. So, ja, habe ich ja das einmal gemacht, dann nochmal 6-mal, 2x40 und nein, 3x40 und 3x30 Minuten. Damit kommst du auf 300, nein, nicht ganz. Auf fast 4 Stunden pro weitere Karrierestrang. Das heißt, wenn ich hier 3 Karrieren durchgeboxt habe in 2 Stunden, musste ich das Ganze nochmal eigentlich fast 4 Stunden machen. Also wenn ich 2 Stunden aufgenommen habe, hatte ich eigentlich mehr oder weniger
noch 10 Stunden oder noch, nein, doch noch mehr, etwa 11 oder 12 Stunden, in dem ich das Ganze alles wiederholen musste und wiederfahren musste und wiederfahren und wiederfahren. Oh, das ist ein blauer Devil Car. Beziehungsweise ein blauer Nightmare. Also wer wirklich genug Zeit hat, das soll es auf jeden Fall durchspielen. Aber wenn es dann irgendwann zu langweilig wird, das ist verständlich, dann macht einfach diese 16 Karrieren und holt die extra 12 Cars und gut ist. Dann habt ihr zumindest die besten Fahrzeuge alle schon. Weil für diesen Pac-Man-Wagen, finde ich, lohnt es sich jetzt wirklich nicht. Entschuldige. Also, der Wagen ist schon ganz lustig zum Anschauen, aber gelohnt hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich. Physician, Terrific, Destroyer. Und zuletzt noch der Utopia, der orange ist hier und 392 km schnell fährt in der Micromouse Mappy Version. Damit kommen wir auch schon zur Heimmarke von Micromouse Mappy, nämlich Arch Solo. Wie man im späteren Verlauf gemerkt hat, diese Micromouse Mappy Fahrzeuge waren die langsamsten im Spiel, haben sich aber im Handling doch ein bisschen besser verhalten als jetzt die RTS Fahrzeuge und vor allem die DRT Fahrzeuge. Waren aber wie gesagt sehr langsam. Wenn man 300 km Spitze hatte, war das schon viel. Wenn man bei den langsamsten Versionen von den DRT-Fahrzeugen eigentlich schon bei 300 km angelangt ist. Jetzt haben wir den Pack Racing Club. Auch hier. Assoluto, da bin ich. Das ist das letzte Mal, wo ich gefahren bin, aber nicht mit diesen Fahrzeugen, sondern eben mit dem DRT Assoluto. Diese hier waren überall etwa in der Mitte, zweiter oder dritter, im Handling eigentlich ganz gut zu fahren, von der Top Speed her, am Anfang recht gut, gegen Ende dann hat es aber nachgelassen, man war nur noch dritte Kraft, eben noch klar schneller als die MMM-Fahrzeuge. Aber super schnell waren die jetzt auch nicht. 23 km/h ist nicht schlecht, aber ist auch nicht viel. Der Volcano hier ist grün. Also ich muss einfach jedes Mal zurück, das ist unglaublich. Das ist doof. Also, Lizard auch 20 Wagen. Das Handling war das zweitbeste ungefähr. Mit RTS zusammen, würde ich sagen. Aber RTS bin ich jetzt schon so oft, so lange nicht mehr gefahren, dass ich mich da auch nicht mehr so genau erinnern kann. War auf jeden Fall brauchbar, das Handling. ...294, 301, 306, 310, 317 und dann noch 319. Ja, also jetzt zwischen dem Cataract und dem Reckless ist da nicht so viel Unterschied. Vielleicht besseres Handling. Der Nightmare ist hier so rot-schwarz. Was auch ganz cool ist. Dann kommen wir auch schon zu Terrasi, der Heimmarke von Pack Racing Club. Das sind vor allem der letzte Wagen ist gut getuned, erreicht um die 400 km, glaube ich nicht ganz. Aber ist auf jeden Fall der schnellste dieser Spezialwagen.
Leider auch im Handling nicht so gut. Ups, den wollte ich natürlich noch ein bisschen länger zeigen. Ja, und jetzt noch der Utopia, blau in 399 km schnell. Das ist viel. Jetzt fehlt nur noch eine Marke bei Pack Racing Club und das ist natürlich Arsch Solo aus Frankreich. Da haben wir den Professier, nochmal ein Professier, Dirigeant, Bataille, Mégère, Professier, Dirigeant, Bataille, Mégère, Antilope, Averse, Licorne, Prophecy nochmal, Dirigeant nochmal, Bataille nochmal und den Mégère nochmal. Dann noch der Espion, der Sorcier und die Supernova. Und zuletzt noch der Écureuil. Der ist auch grünlich und 294 schnell. Damit fehlen nur noch die RTS-Fahrzeuge. Das waren eigentlich immer die schnellsten Fahrzeuge, vom Handling her mittelmäßig. Wie man hier sieht, 189, der ist mit Abstand am schnellsten gegenüber den anderen. Dann haben wir den Promessa, Bisonte, Regalo, Fatalita, 212. Promessa ist ebenso schnell. Nochmal Bisonte, Regalo, Fatalita, Rondine, Cavaliere und der Infinito. Und dann kommen wir schon zur letzten Gruppe. Promessa 301 schnell, Bisonte 306 schnell, Regalo 312, Fatalita 317, Aquila 321, Estasi 326 und der Squalo 331. Was also bedeutet, dass diese Fahrzeuge eigentlich immer die schnellsten sind, außer in der letzten Gruppe. Die schnellsten Fahrzeuge sind dann nicht mehr die schnellsten von allen. Da hat dann DRT sehr gute Arbeit geleistet und zumindest die Supercars haben sie sehr, sehr schnell einrichten können. Mit einem sehr hohen Topspeed. Da kann RTS nicht ganz mithalten, aber dafür haben die Fahrzeuge viel weniger Streuung. Sind also nicht immer viel langsamer oder viel schneller, sondern eigentlich relativ ausgeglichen. Mit jedem Fahrzeug hat man gute Chancen. Detektor, der Wisdom, Officer, Colleague, Comrade, Ignition, nochmal der Bonfire, nochmal der Detektor, Wisdom, Officer, Tamer, Cataract und der Reckless. Und das Rang Nummer 20, ein violetter Nightmare. 358 schnell. Zwei Marken fehlen noch. Terasi. Dann wird ein Ambitious. Nochmal den Ambitious mit 198 diesmal. Der Troop. Der Rumor. Und der Wild Boar. Dann nochmal der Ambitious. Ein Troop. Der Rumor. Und der Wild Boar. Und dann noch drei weitere Fahrzeuge. Der Capital. Der Cowboy. Und der Starlight. Dann kommen wir zur vierten Gruppe. Nochmal der Ambitious 301 schnell, der Troop 303 schnell, der Rumor 310, der
Wild Boar 317. Das ist ein 319. Dann noch der Terrific 326 und der Destroyer 331 schnell. Und der Utopia mit 397 km Spitze hier in Grau. Und zu guter Letzt bleibt nur noch Arsch Solo übrig. Beim Racing Team Solvalu. Arsch Solo. Jetzt schaue ich mal darauf, ob sich die Lackierung hier bei denen ändert, weil jetzt gerade bei diesen Fahrzeugen und auch bei DRT hat sich die Lackierung nicht sonderlich geändert jeweils. Ja gut, der Streifen hat sich ein bisschen bewegt, aber ansonsten sieht man nicht groß einen Unterschied. Der sieht genau gleich aus. Der hat auch einen Streifen. 303, 306, 310, 315. Ja, doch ein bisschen andere Lackierung bei dem. Dem, ja, ein bisschen anders ist auch. Auch der ist ein bisschen anders. Okay, haben sie also doch ein bisschen was verändert. Bei DRT habe ich nämlich nichts gesehen. Und noch der Accuray mit 306 km hier und er ist blau. Und damit habe ich alle 320 Fahrzeuge gezeigt. Natürlich könnte man alle von denen nochmal lackieren. So gesehen sind es sind zwar die gleichen Fahrzeuge, aber es sind auch verschiedene. Weil andere Handlings und andere Geschwindigkeitswerte. Also gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gespeichert habe. Ich mache sicherheitshalber nochmal. Nur um ganz sicher zu gehen. Ich meine, es schadet ja nicht, wenn man doppelt speichert. Doppelt hält besser. Gut, also damit ist dieses Spiel zu 100% durch. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Aber dieses Spiel werde ich jetzt für die nächsten paar Jahre nicht mehr so schnell anfassen, weil so lange, wie ich dafür gebraucht habe, das will ich nicht nochmal erledigen. Vor allem, weil ich so viel offscreen noch gespielt habe. Weil ansonsten wäre ich hier auf 300 Teile oder so gekommen. Das wäre dann auch nicht so toll. Gut, ich möchte mich verabschieden. Bis dahin, bis zum nächsten Let's Play wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?